Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und ich bin nicht alleine, ich habe mir einen kleinen irischen Kobold ausgeliehen. Er hat leider keinen Topf voll Gold dabei gehabt, aber zumindest ist er tatkräftig bei der Unterstützung. Habe ihn gerade schon mal eingeladen. Wir werden Farming Simulator im Koop Let's Playen und wollen dann mal so gucken, was hier abgeht. Vielleicht schafft das ja ins Spiel zu joinen. Ach, da steht es gerade. Ich hoffe, wir sollen ihn jetzt annehmen. Machen wir das auch mal. So, ich habe dich jetzt angenommen. Jetzt müsstest du beitreten können. Ja, ich bin gerade dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist Wodka. Yeah. Ich habe schon mal den Rasenmäher gehängt. Den übermäßig. Also das Feld ist mega klein, ne? Im Vergleich zu dem, was du in Björnholm jetzt hast, ja. Ja, weil Björnholm das erste. Ja, das ist. Ist halt so ein bisschen, ne? Man hatte hier nicht viel. Der sozialistische Republik aus Mofka. Ja, es ist ja. Planwirtschaft ist dann doch kein Felderwirtschaft. Wahrscheinlich. Vielleicht haben wir hier auch so einen 5-Jahres-Plan oder sowas. Aber ich finde es echt ganz geil, dass man ja die alten Hangar, ja, wo die ganzen Mix standen früher während des Kalten Kriegs, jetzt nutzt als Siloanlage für irgendeinen Ackerbau. Ja. Wahrscheinlich ist anstatt dem Wunschbrunnen, was ich dir vorhin erzählt hatte, mit Björnholm, ja, ist das dann hier wahrscheinlich irgendwie so ein Raketensilo oder sowas, wo die Goldmünze reinschmeißen muss. Ja. Wir sollten auch aufpassen, wenn wir dann den Kampf wecken. Vielleicht ist das mega guter Dünger, wer weiß, so mutiert. Hier geht manipulierter Mais oder so. Kram. Also von daher aber auch nicht. Wir haben bei uns hier so ein Versuchsfeld, habe ich jetzt die Tage jetzt wieder gesehen. So riesig groß, sogar ein Versuchsdorf habe ich gesehen. Da steht draußen an dem Dorf, wenn du da vorbeifährst, steht sogar riesig groß, dass es halt Eigentum dieser Saatfirma ist. Das ist so geil. Okay. Ja, da testen sie dann irgendwelche Dünger und neuen Pflanzen und alles dann so. So, okay. Gut. Ja, das ist voll komisch, ich weiß auch nicht, dieses Update hier von Elgato, das ist, aber hier diese komische... Wieso haben wir... Ja, was denn? 0 Euro. Ach so, Geld hin. Ja, wir haben doch dieses... Ach so, stimmt, ich könnte eigentlich das Geld aufteilen. Also wir haben jetzt nur 6.000, es wird gerade weniger. Cool, ich kann hier oben langlaufen. Ach so. Ist doch stimmt, weil dieses... ich jetzt ja dir beigetreten bin, habe ich jetzt, genau. Das sehe ich das wieder nicht. Ah, okay. Ja, so ein bisschen. Aber was mir gerade auffällt, ist das nicht ein bisschen kompliziert? Weißt du, man hatte ja eigentlich nichts hier, ne? Aber man hatte genug anscheinend, um nicht ein einziges großes Förderband zu machen, sondern gleich hier zig verschiedene ineinander zu koppeln. Total schwachsinnig, oder? Gut, jetzt mal an hier. Ich glaube, das sind einfach nur Reste, die sie aus den umliegenden Dörfern zusammengeklaubt haben und ja, dann zusammengeschraubt von haben. Von unserem Scud-Launcher, weißt du? So die Abschussrampe oder sowas, die sie dann abmontiert haben. Wir hatten ja nichts. Omas alter Rollstuhl wurde auch mit umfunktioniert. Kleiner Motor dran war dann der nächste Rasen. Ist das eine Zahnspange? Ja, aber echt mal, ganz ehrlich, bei Björnholm hast du eine große Förderanlage, ne? Für jeden Hangar. Aber hier? Hä? Naja, es ist ja halt jetzt auch schon ein bisschen klischeebeladen hier, die Map. Ne? Da wollte man mal alles reinbringen, was man so im Ostblock irgendwie vermutet. Ist das denn eigentlich Holz hier? Holz? Oben? Okay, das sind Kartoffeln. Nee, hier in der Decke von dem Hangar. Ach so. Sind das Holzbalken, die da stützen mit? Vielleicht sollten wir hier doch einfach mal weggehen. Ich lauf mal hier zum ehemaligen Kommandobunker, du. Das ist echt die Hölle. Ich finde schade, dass die Goldmünzen hier nicht im Multiplayer verfügbar sind, ne? Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Aber dafür können wir viel Rost verkaufen. Die zu suchen. Und irgendwie glitscht die Treppe auch. Die ist wohl nicht ganz dafür konzipiert, dass man sie benutzt. Ja, wir sind, glaube ich, breiter. Jetzt kommst du nicht wieder raus. Es gibt bei Björnholm gibt es bei dem einen Gebäude so eine Wendeltreppe und ich habe halt geguckt wegen einer Goldmünze, ob da noch eine ist und wollte diese Wendeltreppe hoch und du kommst es nicht, weil du glitscht in dieser Wendeltreppe am Geländer hoch die ganze Zeit, weil du einfach zu fett bist. Weißt du, das ist so ätzend. Aber man kann ein bisschen klettern, das ist schon ganz gut. Du bist also ein fetter Bauer. Ja, definitiv. Obwohl jetzt hier, wo ich in den Ostblockstaaten bin, bin ich wahrscheinlich ein dünner Bauer, weil ich habe ja nicht viel und so, ne?
Wir sollten, glaube ich, irgendwas bebauen. Der, ja. Der Typ da hinten, der macht gerade... das Feld ist noch. Welches Feld wollen wir nehmen? Ich gucke gerade mal auf die Karte. Wollen wir hier gleich die 19? Wir haben doch die 2, ne? Ja, ne? Ja, die 19 noch. Dann würde ich sagen... Nee, die 19 fliegt ja gerade. Also, oder ich zeige das Meter gerade ab. Die 14 ist, ne? Wir haben 3. Echt? Welches noch? Oder ich guck mal ran. Ich sehe die Zahlen leider nicht, weil unsere Sachen erntereich sind. Die verdecken die Zahlen, die logischerweise auch grün sind. Und erntereich ist auch grün. Also ich sehe jetzt, wenn ich die Karte groß mache, dann sehe ich nur die 14 und die 19 im Grün. Die anderen sind alle weiß. Ich meine, wenn du auf den linken Stick einmal drücken, dann kannst du mal Wachstum gucken, was erntereif ist. Ja, da sehe ich aber auch nur 19 und 14. Ich weiß nicht, was das für eine andere Zahl ist. Da ist aber auf jeden Fall noch was reif. Wo denn? Das ist die 9. Das könnte, welche Zahl fehlt denn? Ist das die 13, ne? Ne, die 13 ist da drüben. Ja, die ist da hinten. Also das eine hier bei uns direkt in der Mitte, das ist die 19 da unterhalb der 14, wenn du das meinen solltest. Weil ansonsten sehe ich jetzt keins. Ja, aber daneben der 14, da ist doch auch nochmal sowas grün, was mit erntereif gemacht aussieht, oder ist das einfach nur eine Wiese? Das ist nur eine Wiese. Das ist Gras. Aber ey, wir können ja Gras. Gras wäre ja das, was wir dann brauchen für die Fläche. Also können wir ja auch dann. Halt. Ja, und Heu und Stroh. Ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber das müsste man auch erstmal lernen, so als Stadtkind. Was die Kühe überhaupt zu sich nehmen. Fleisch. So machen den ganzen Tag. Kalbsfleisch. Kühe. Ja. Ja. Ich finde die Idee gut. So, jetzt haben wir... Warte, war hier nicht irgendwo noch dieser mega alte... Was hat doch Traktor? Achso, das ist der gerade hier... Warum fährt denn der nicht weiter? Der hat jetzt gerade wieder... So. Ich würde gerade sagen... Jetzt müssen wir... Der Grubert. Ja. Wo ist eigentlich hier der Geldautomat? Ach, und wir haben ja echt eine eigene Tankstelle, ne? Sehe ich gerade. Ja. Sehr geil. Das ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich gut. Finde ich Kilometer gut. Weit fahren. Ja. Ich glaube, du hast das Gewicht nicht angekoppelt vorne, ne? Deswegen kann der nicht grubbern. Ach, ja. Also das, was ist... Das kann natürlich sein. Warte mal, ich wollte jetzt mal nach dem Geldautomaten gucken. Ich will erstmal. Wahrscheinlich gibt es hier gar keinen Geldautomaten und Kredit. Oh, doch, da hinten ist einer. Warte mal. Den, Ist wahrscheinlich schon, aber das ist dann nicht mehr. So mit Blutpfand oder wie sowas. Mal gucken, was ist denn. Ich hab dir doch gesagt, du schuldest mir noch Geld. Ja. Wo sind meine Rubel? das könnte echt gefährlich werden, ne? Ich muss sagen, dass manchmal hier dauert das bei dir auch manchmal so lange, wenn du auf diesen Lagerbestand und Preise umspringst, bis er dann dir das anzeigt. Ja. Ätzend, ey. Ja, das muss man erstmal hierher schauen. Ja, wo ist denn dieses blöde Gewicht für den Traktor? Also ich habe hier ein Gewicht. Das kann ich dir sonst da lassen, warte mal. Start ich mal. Komm, ich hab's. Achso, hast du eins? Stand da noch eins rum? Ist noch? Nee. Warte. Ich gebe dir mal das hier. Warte. So. Geräteauswahl, ist das jetzt das? Ja. So. Kannst du das haben? Juhu, yay! Aber ich brauche das jetzt nicht. Wir hatten nicht viel, du weißt, ne? Wir haben nicht viel. Wir können höchstens ins nächste Dorf fahren, nämlich irgend hier ist noch was, guck mal. Oder hast du das hier abgestellt? Das grobe Ding. Hier ist noch einer. So ein Flug. Den Grubber habe ich gerade abgestellt, ja. Achso, hier vorne, okay. Weil der hier vorne an der Hauptstraße steht, deshalb. Kann es sein, dass der Traktor gerade überall ist, die ja. Warte, denn den machen wir uns anders. Wir müssen wohl mit deinem Traktor rüber. Nein! Ist doch irgendwas auf der Straße. Ach, das ist ein Gulli. Alter, hast du dir mal die Gullideckel angeguckt? Wie weit die aus der Straße rauskommen? Dein Schadensmodell!
Ich dock dir das schon mal an, den kannst du dir das mitnehmen. Dann, warte mal, springen wir hier raus. Dann kralle ich mir mal deinen Traktor. Weil ganz ehrlich, dieser Gullideckel ist doch kein Wunder, wenn du dir diesen ganzen Videos bei YouTube mal anguckst, wo die dann in irgendwelche Schlaglöcher fahren und dann sich halb überschlagen, wenn die Gullideckel hier genauso weit rausgucken. Alter. Ja. Aber du schwebst gerade. Das hat man wohl in der sozialistischen Planung nicht ganz bedacht. Du schwebst über dem Boden. Ich schwebe? Oh. Hm. Und wieder das kleine Kind, was von hinten dich seinen Rockzipfel zieht. Sehr schön. Aber das habe ich mit dem, dass nicht jeder Traktor für alles geeignet ist, das habe ich vorhin auch halbvoll erfahren müssen, als ich dann irgendwie den falschen Frontlader gekauft habe und dann festgestellt habe, dass keiner meiner Traktoren dafür geeignet ist, und dann habe ich dann irgendwie dann doch einen neuen Traktor kaufen müssen. Aber der fährt über 50. Ich habe mir davon nur New Holland, glaube ich, habe ich mir einen gekauft. Oh, das war so krass, ne? Weil sonst, wenn du so mit 40 rumtuckerst und der fährt dann noch einmal über 50, das ist so. Pff. Das ist fast über die First Beat. Guck dir das mal an hier. Guck dir doch mal an, was hier mit dem Traktor. Aber der Gruber ist auch zu schwer für den Traktor, weil er sich bewegt für den Traktor. Und jetzt sind meine beiden Vorder wieder hinter dem Tür. So ein bisschen Lowboy dann ein bisschen, ja? Sehr schön. Das ist dann die Ostblock-Pimperei von Traktoren wahrscheinlich. Ne? Da kriegt man keine asiatische Sportwagen, sondern Traktoren. Einfach den Oberhinken dran. Ja. Lowride. Sehr schön. Bisschen irgendwie Musik, Volksmusik dazu noch anmachen. Ja, schön. Unsere Traktoren sind halt noch ein bisschen schwach auf der Hand. Ja, deshalb wollte ich gleich mal zur Bank gucken, dass wir zumindest gerade diesen alten Traktor, den wir jetzt hier haben, weil der ist ja echt mega langsam, der hat kaum PS, gar nichts. Mit dem kann ich ja nichts ziehen, dass ich den verkaufe und dass wir dafür einen anderen Mann holen. Wenn wir hier noch dicke Hose. Ja, richtig, die lachen uns ja aus. Du hast dir doch vorhin auch das erste Mal komplett dieses Intro eingezogen, ne? Mit dieser tollen Musik. Ja, ja. Da gibt es noch diese eine Szene, wo der Traktor auf der Straße fährt und hinter ihm so ein Stau ist wegen dem Auto, weil er nicht vorbeikommt. Ja. Hattest du das schon gespielt? Weil es gibt ja Autos, ja nur ziemlich einfach nicht. Ja, aber so beim Fahren nicht, weil ich bin ja mit meinem Traktor, das ist mein langsamster Traktor, weil schneller als die Autos. Ja, also ich hätte gerne, dass die Autos schneller fahren. Ich möchte gerne mit der Kette wieder nicht rausfahren. Als wir die Karte ausprobiert hatten. Aber jetzt rubbert er. Was macht der Meter schon? Nein. Ist sie ganz, ganz anders als... Das ist mir der Garten. Weil doch
ist der Shop. Der Shop ist ganz woanders als die Bank. Das ist bei Björnheim irgendwie drüber, das ist der Realität. Ne, wie ist das? Ich wundere, dass ich das wollen Feld probern, was irgendwie sowas ist. Das ist das ist auch viel. Ja, wir haben nur diese Tech-Erfahrung zu gemacht, das ist auch alles. Okay. Ich fange nicht an. Guck mal, wie heißt die? Kochopka. Ja, das ist okay. Das ist schon okay. Wir laufen heute rum. Guck mal, ob die genauso frei zum Kuchen laufen wie die in Björnheim. Auf jeden Fall gibt es hier ein Schild mit Kindern, die über die Straße rennen. Okay. Oh, das sieht ja echt so nach so einem Gulag aus. Ja, Gott, wie gefährlich. Ist hier ein Brandschaden oder was? Und irgendwie gehen irgendwelche Stahlrohrkonstruktionen in der Luft schwebend hier quer durch die... Guck dir das mal an, was soll denn das hier für eine Konstruktion sein hier oben? In der Luft. Sehr seltsam. So, wir leihen uns jetzt erstmal Knete. Stromleitung oder die Wasserleitung? Wahrscheinlich, ey. So, 109.000 habe ich jetzt für uns. Mal gucken, was Guten wir Tag, da noch hallo. Hallöle. Wir sind die Besitzer des Hofes. Aber guck mal, es ist alles verbrannt hier, oder? Kartoffeln zeigen. Oh, hier sind Leute. Ja, diese Animation. Oh mein Gott, dieser Gesichtsausdruck. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine geklonte Arnold Schwarzenegger-Version. Apropos, hatte ich in einem meiner letzten Videos erwähnt. Hast du diesen einen Trailer gesehen, wo Arnold Schwarzenegger Werbung macht für so ein Browser-Game? Oder für so eine App? Für so ein Spiel? Ja, so ein Taktik-Spiel mit Panzern irgendwie. Ja, wo er die ganze Zeit sein Smartphone zieht und immer auf diesen großen Launch-Button drauf smasht. Ja, ja. Ich hab nicht so viel dafür bezahlt. Also ich habe jetzt ja gehört, neue Predator kommt da raus und dann soll er ja wirklich wieder irgendwie zumindest eine kleine Rolle haben, ne? Ich denke mal, sowas wie bei dir als Cannibals oder so. Also so ein Lamborghini. Wobei, hier dieser Shop, ne, sieht wesentlich bombastischer aus als bei Björnheim. Hier ist das richtig so ein moderner Glaskasten. Alter Schwede hier. Also diese Genossenschaften haben ja anscheinend doch ganz schön gerückt. Man hat wohl genug Geld gehabt hier. Ist wieder so typisch. Dafür ist die Kohle da. Ja. Aber so, dafür ist es auch leer. Ich hab's doch jetzt endlich mal geschafft zu sehen. Unser Welt wird besät. Juhu, sehr schön. So. Ich guck mal, wenn ich jetzt unseren Traktor verkaufe, hier dieses olle Ding, was kriege ich denn dafür? 26.000. Gar nicht so wenig, ey. 121 PS. Ich verkaufe den mal. So. Jupp, verkaufen. Sehr schön. Und dann holen wir uns am besten einen neuen, oder? Oder irgendwas. Was brauchen wir denn? Eigentlich brauchen wir einen, ne? Für mehr Power vielleicht, ja. Ja, hier, 157 kostet der. Mist. Nee, der geht nicht. Ja, aber ich muss ja auch einen nehmen, wo die Sachen halt dran passen, ne, später. Puh. Schwierig. Ja, weil diese... Vielleicht hätten wir mit dem Kaufen einfach warten sollen, bis wir wissen, was wir überhaupt brauchen. Ja, aber ich überlege gerade, dieser Deutz hier oder so, der hat relativ viel PS,
aber der hat vorne eigentlich auch eine Halterung, aber anscheinend kann man dann doch nichts anbringen aus seinem Gewicht. Hast du nicht... Warte mal. Ich gehe mal kurz hier raus. Mal kurz gucken. Wie viel kriegen wir denn gerade? Hier, du könntest Körnermais verkaufen. Oder nee, verkauf mal den Raps. Du hast ja den Anhänger da. Wenn du den Raps verkaufst, dann müssten wir eigentlich genug haben für den neuen Traktor. Oder okay, für irgendeine andere Maschine. Also ich benutze gerade den Anhänger für unseren Weizen, den ich geerntet habe. Moment. Achso, ja gut. Nicht reinfahren. Und der andere Traktor ist ja nun in Benutzung, der seht ja gerade da. Ich erkunde mal hier kurz dieses Gebäude. Ich schau mal, ob ich hier was finde. Hallo, ist hier jemand? Okay, hier ist ein Konferenzraum, der ist komplett verdunkelt. Wer weiß, was die da drinnen machen. Das ist die Parteizentrale, hast du gerade. Ja, wahrscheinlich. Da verschwenden sie dann die Steuergelder oder sowas. Ja, hier ist auch Menschen leer. An der Info sitzt keiner, gar nichts, alles leer. Ist ja. Die hatten doch nichts. Ja, noch nicht mal Angestellte. Auch keine Menschen. Wir hatten doch nichts. Oh mein Gott, wir werden so Ärger kriegen. Oh, Sonderangebote. Oh, keine Fahrzeuge fanden. Hattest du ja jemals was drin bei Sonderangeboten? Ja, letztens. Echt? Als ich allein gespielt habe, da war irgendwie 15% Reduzierung von eine Seemaschine oder so. Okay. Ah, hier, ich habe gerade was gefunden. Hier, platzierbare Objekte. Puh, okay, was haben wir da? Ja, von Kercher, so ein Reinigungsgerät, damit wir unsere Traktoren sauber machen können. Ja, das ist total sinnvoll, Traktoren sauber zu machen. Aber kann man machen. Kann man eigentlich, weil wir bei Björnholm, weiß ich, hat man ja am Anfang dieses kleine Feld, ne, wo Salat und Tomaten und sowas sind, aber ernten kann man das nicht, oder? Nee, da musst du erst Gewächshäuser. Weil ich wollte gerade sagen, weil hier habe ich nämlich Treibhäuser und sogar eine Solaranlage und boah, ey. Ich habe dir davon Erfolg erzählt, von dieser Windkraftanlage, ne? 1,2 Millionen. Ja. Hammerhart. Aber bringt dir auch 4.000 Euro die Stunde, glaube ich, ne? Echt? Ja, hier steht was. Einnahmen 2.000 Euro die Stunde. Ach, 2.000, okay. Ja gut, die Solaranlage für 125.000, die wir uns rein theoretisch kaufen könnten, bringt 190 die Stunde. Ach, und die Gewächshäuser bringen auch was. Ah. Ja, aber dafür brauchst du, glaube ich, Mist, also Heu und Stroh und so. Bei den Gewächshäusern? Also die kannst du nicht einfach hinstellen und dann funktionieren die. Aber nee, das Bienenhaus müsste funktionieren. Das Bienenhaus müsste funktionieren, ja. Ah, investiere ich die 20.000? Oh. Und kaufe erstmal irgendein Pickup? Ja, total logisch. Ich weiß auch nicht, was ich mit einem Pickup soll. Oder hier so ein Kompaktlader. Was kosten so? Ach hier, 50.000. Oh, das geht doch. So dieses ganz kleine lütsche Ding da. Das ist cool. Ach, damit könnte ich auch die cool Baumstümpfe absägen. Ja. Ey, das ist echt. Ganz viele Aufsätze für den Kleinen. Ich habe gerade gesehen, ne? Und gar nicht so teuer, ey. Das geht eigentlich. 49.000. Ich guck mal kurz, wie die Frontlader, was die für eine Halterung haben. Ich habe hier Stoll. Ach so, Steyr Multi. Na ja, gut, wenn ich den Steyr Multi nehme, der hat auch genug PS. Warte mal, wo ist denn der hier? Hier, da ist er. Ja, der hat 114 PS. Das würde auch gehen. Der ist auf jeden Fall ganz gut dabei. Da können wir auch so einen Frontlader dann dran packen und der kostet nicht so viel. Dann haben wir noch genug Knete übrig. Ja. Na, dann nehmen wir den weiß-rot oder orange? Weiß-rot, bitte. Ja, finde ich, sieht auch besser aus, ne? Passend zu unserem Mähdrescher. Falls wir eine Fahrzeugparade machen, muss das ja einheitlich aussehen. Ja, auf jeden Fall. Das muss passig sein. So. Brauchen wir schon mal irgendeinen Frontlader? Aber wir brauchen Dünger. Ne, wir haben nichts zum Düngen, ne? Fällt mir gerade ein. Habe ich jetzt nichts gesehen? Oh, ja, stimmt. Dann kaufe ich mal kurz eins. Und dann kaufe ich uns gleich noch, also so ein Gewicht. Düngen ist ja jetzt nicht zwingend notwendig, ne? Der Ertrag wird ja nur gesteigert durchs Düngen. Ja. Zwingend notwendig ist es nicht, aber du kriegst halt mehr raus aus dem Feld. Ja, deshalb, ich habe die Dinge eigentlich immer ganz gerne benutzt, weil das halt ordentlich was bringt. Jetzt muss ich mal gucken. Wo gibt's denn hier die Gewichte? Ach da, Gewichte. Da gibt's ja auch ganz schön unterschiedliche. Aha.
Ja gut, das brauchst du aber nur bei den kleineren Traktoren, ne? Ich glaube, der, was hast du jetzt gekauft? Der Steyr, der ist, glaube ich, schon einer von den größeren. Ah, die brauchen das dann gar nicht. Ich kann doch einfach so ein Betongewicht kaufen. Wie wär's, wenn du einfach erstmal Spaß hast, halt unsere ganze Kohle gleich rauszuhauen? Also ich, so wieder so typisch. Ja, ne, wenn man so im Shopping-Wahn ist, ne? So, jetzt, wo ist mein Traktor? Der steht sogar hier. Ach, hübsch ist das Ding. Ja, doch. Ich finde das auch cool, dass die einzelnen Cockpit-Ansichten auch echt unterschiedlich gemacht sind, ne? Wie bei diesem New Holland, innen drinne mit Navi und allem drum und 93 Knöpfe und... Ja. Alter Schäde. Das ist echt nicht schlecht. Da hat sich wohl auch einiges getan in der Agrarwirtschaft. Ja. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass da jetzt so GPS-gesteuerte Mähdrescher mit was weiß ich, was die da alles drin sind. Überall Displays und Touchscreens. Ja, heftig. Aber kein Radio. Aber ja, war wurde wieder dann eigentlich hin. Ja, als armer Bauer hat man das auch nicht. So, ich habe dann erstmal das Düngerzeug gekauft. Dann fahre ich gleich mal rüber. Ja, das kostet ja nicht viel sein. Irgendwie nur, was weiß ich, 8 oder 14.000 oder irgendwie kostet das nicht direkt. Bloß das, was es an Ertragssteigerung bringt. Und du brauchst ja auch echt nicht viel von dem Dünger. Und das geht ja dadurch, dass der streut ja mega weit. Also von daher bist du ja ganz schnell fertig auch damit. Ja, haben wir das überhaupt? Das ist dieser Anhänger, ne? Genau. Ja, hier bist du hinten. Ja, das kannst du immer wieder aufnehmen, wenn man neben der Saat ist. In der Saat? Wo ist hier die Saat? Ah, gut. Hier ist, glaube ich... Was soll das sein? Das ist Saatgut. Okay. Ah, hier. Daneben ist er drüber. Sehr gut. Dann füllen wir das mal auf. Ich habe vorsichtshalber doch ein Gewicht gekauft, aber man weiß ja nie, nicht, dass man dann doch irgendwie die Probleme kriegt dann. Ja, falls wir mal was beschweren müssen, ne? Briefe. Oder irgendein Typ, der Kredite eintreiben will von der Bank, der kriegt dann halt das Gewicht um den Hals gebunden oder so. Ja. So, du siehst gerade noch aus? Also ich bin jetzt gerade dabei, das letzte Feld hier abzuwenden. Was ist eigentlich mit unserem Mähdrescher? Warum kann ich den nicht ausführen? Weil der da drin sitzt. Ach so, okay. Achso. So. Er hat ja nämlich so einen kleinen stehen gelassen, so einen kleinen Eck. Das war doch klar, ne? Da steht ja, alles muss man selber machen. Jetzt sind wir natürlich eigentlich im Mutterland der Erntehelfer, ne? Ja, das hast du gesagt. Das heißt, mega günstige Arbeitskräfte. So irgendwas für 1,20 Euro, so, ne? Das ist dann schon mit Überstundenzuschlag. Und Weihnachtsgeld. Genau, ja. Ja, schön. Ich muss echt auch was nach dem Maul verbrennen. Einfach mal so ein Liter hier. Der Mann. Der sorgt auch für alles andere. So Geld so eintreiben. Du kannst jetzt mal mit unserem neuen schicken Traktor diesen Anhänger ankoppeln und mit unserem Silo packen. Der ganze Weizen. Ah, okay. Warte. Ich komme rum. Ah, der fährt auch gut. Der fährt echt gut. Vor allem schön weiße Reifen noch. Ah, oder hier zumindest der Felgen. Ja, ne? Wo bist du denn? Warte, ich hab mir das Feld. Stell den Mähdrescher dann mal in die Garage, wenn es irgendwo so was gibt. Ja, ich glaube, hier links. Neben den Siedlungs, da ist zumindest so wie so eine Art Carport. Ich glaube, da soll das hin. Achso, da steht das Zeugs. Ah, sehr gut. Meinst du, soll ich gleich wegfahren? Na? Ja, ab ins Silo, ne? Ja. Die Preise für Weizen gerade oder normal. Wir verkaufen ja immer nur, wenn es grün ist. Jupp. Das haben wir ja schon gelernt. Sonst lohnt sich das nicht. Es sei denn, man hat 200.000 davon. Wieso macht er denn jetzt die Schere runter? Ich möchte hier nicht Rasen mähen mit meinem Mähdrescher. Das ist doch... Ja, das wäre ein bisschen komisch, glaube ich. Juhu! Ja,
der zieht hier und wieder zieht er im Vergleich zu diesem ollen Kamellentraktor, den ich vorher hatte. Ne? Alter. Oder Trekkator, der zieht die Ulle da. Ich habe es gerade vorgestellt, weißt du, wie so die leicht dickbäuchigen Bauern da so stehen, ja, so an, sich oben an ihren Hosenträgern festhalten und dann so, ja, hier mein Traktor, der so und so viel PS, zieht in dem und dem Gang richtig gut an, da kannst du schon mal so einen anderen stehen lassen, ne? So ein VW gestern. Boah, du. Gibt es denn irgendwas, was wir verkaufen können hier? Warte mal. Oh, das braucht ja wieder jetzt Ewigkeit. Momentan sind die Preise leider alle auf normal. Kannst du vergessen. Kartoffeln sind sogar gefallen. Wir haben jede Menge Weizen. Wenn der oben ist, kann man den da raus. Oh, da kommst du gerade. Hallöle. Da muss ich doch jetzt abholen, den neuen Traktor bewundern. Warum kann ich... Der Steier. Der 1,15 gut. Ja. Das sieht schnieke aus, ne? Das ist schon... Das, kann ich da mitfahren. Da kriegt man schon feuchte Träume, du. Ne? Man dann als Bauer so anstatt so ein Pin-Up-Girls irgendwie so ein Traktorkalender zu Hause? Ja, so diese Autokalender. da kommt der Traktor bei dem drauf wahrscheinlich, wo sie dann auch so Bikini-Frau drauf regnen oder so. Oder einfach nur der Traktor im Bikini. Wer weiß, hier diese... Was mich aber etwas irritiert, ist unser Standard- und Stützpunkt hier, unser Herrenhaus. Also, echt, wir haben wir was? Das hier fällt nicht so ein. Naja, diese verkommene Ruine hier mit dem Weizen-Logo drauf. Bist du dir sicher, dass das Häuschen...